der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich am Stachus. Ja, Damen und Herren, also es ist so, dass dieses Bild, was Sie hier noch sehen, bald zur Vergangenheit angehört. Weil eines der prägenden Gebäude hier, das wird es bald nicht mehr geben, Hotel Königshof, eingerüstet ist noch nicht. Nein, aber wenn Sie sehen, da hinten gibt es sogar schon einen Bauzaun. Ich bin ganz überrascht, wie ich hier vorbeigekommen bin, dass die schon so weit sind. Ausgerannt haben sie es schon. Und das wäre jetzt dann weggerissen und da kommt dann ein Neubau. Ich bin ja gespannt, wie sich der macht. Ich wollte heute eigentlich so ein bisschen mit den Menschen sprechen, die hier unterwegs sind. Was haben denn Sie vor? Sie sind ein Demonstrant, oder? Nein, es gab mal, ich war in einer Reality-Show 2015 bei Nutopia. Aha. Und bin da ziemlich bekannt geworden und war quasi gegen 15 Leute in der Show. Es war das teuerste TV-Format 2015. Und da bin ich versehentlich bei so einem gruppendynamischen Prozess fast getötet worden. Na, hör auf, echt? Ich habe die Strafakten hier hinten drin, wenn Sie wollen. Ja, und da war ich gerade beim Landgericht, weil da eine Klage läuft, weil ich bin da irgendwie von mehreren Leuten zu Boden gedrückt worden und einer wollte mir mit einem Stiefel ins Gesicht treten. Was waren das für Arschlöcher, die da waren? Naja, weil wir sollten einen Staat aufbauen. Und ich war immer gegen die anderen, weil wir sollten einen neuen Staat aufbauen. Die anderen wollten den klassischen Staat, was mir ja sehr, sehr vertraut ist. Und ich als Politikwissenschaftler, der viel durch die Welt reist, ich fliege jetzt auch demnächst wieder nach Asien, wollte halt neue Impulse über die mediale Plattform nach außen senden. Und das wurde komplett boykottiert. Und ich mache relativ viel Sport, das hat mich also anfangs gar nicht gestört. Das war für ein Jahr angesetzt. Wir waren 24 Stunden online für 12 Monate. Und irgendwann sind so viel Spannungen entstanden, dass quasi die Leute auf mich eingeschlagen. Also es ist immer gewalttätiger geworden. Echt? Ja, wir sollten halt Geld verdienen und ich, obwohl ich nicht gearbeitet habe, bin reich gewesen durch meine Haare. Für meine Haare haben sie 5.000 Euro geboten und da habe ich so einen Tarot-Osterhasen gebaut. So Aktien auf ihre Haare ausgegeben oder wie konnte man das dann? Da kam jemand rein. Von draußen durften Leute gezielt rein, weil wir mussten ja Geld verdienen und da kam ein Friseur rein und der hat mir ein Angebot gemacht, 5.000 Euro. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, hat jetzt dieser Prozess dann irgendwie auch Aussicht dahingehend, dass sie mir irgendwann da Schadensersatz oder Schmerzensgeld bekommen? Ich will eigentlich eine Korrektur darstellen. Ich will eigentlich schon zeigen, wie eine Gesellschaft brechen kann. Gerade eine Demokratie. Wenn eine Demokratie reich ist, dann funktioniert sie. Aber wenn man umso ärmer sie wird, ist auch wissenschaftlich belegt. Und es war in unserem Fall so, die anderen hatten immer weniger Geld. Und ich bin immer reicher geworden. Ich habe nicht gearbeitet und die haben halt die ganze Zeit gearbeitet. Und dann, ich hatte dann auch einen eigenen Staat im Staat gegründet, weil ich habe mich von der Demokratie abgespalten. Weil wir hatten eine Demokratie mit 15 Leuten. Jeden Tag haben wir freie Wahlen gehabt und ich war immer überstimmt worden. Und dann habe ich gesagt, ich baue mein eigenes Land im Land auf und habe kennengelernt. Ist es auch irgendwo dokumentiert? Man hat es dann da im Internet die Möglichkeit? Ja, bis zu Sat.1, jeden Tag eine Stunde. Sat.1, ich bin auf dem Weg zu Sat.1. Was jetzt da? Na, ich will eigentlich mich kundtun, weil die versuchen mich halt immer mundtot zu machen und das nervt mich. Und ich bin ehemalig politischer Gefangener. Und waren Sie politischer Gefangener? Ich bin aus der DDR, aus Ostberlin. Na, auf echt? Ja, ich bin gerade aus Berlin hergekommen, um für diese Aktion zu machen, zum Landgericht, dann wieder hoch. Berlin. Und ich war in meiner politischen Gefangenschaft. Ich bin von Ostberlin nach Westberlin. Ich wollte über die Eastside-Galerie. Okay. Mit 17 habe ich dann nicht gemacht. Bin dann über Ungarn, Jugoslawien, war da im Gefangener und wurde in der DDR zu vier Jahren. Sie glauben ja schon, wenn ich Ihnen sage, dass sich Ihre Geschichte sehr abenteuerlich anhört. Sie können gerne die Strafakten hinten sehen. Nein, hör auf, nein, ich weiß, das ist ja. Die können Sie auch nachlesen. Okay. Also Candy, wäre ich geschrieben. Okay. Nutopia. Und da kriegen Sie Promiflash, Stern, Bildzeitung, überall Titelblatt. Immer ich. So. Die sind etwas dürftig angezogen. Ja, ich war ja beim Landgericht, da musste ich halt bei der Verhandlung rein. Also ich war, die war halt, da war nichts Warmes dabei. Doch, hinten im Rucksack. Okay, alles klar. Ja, da kommt es auch wieder rein, so das Ding. Ich muss das nur jetzt, ja. Sie wollen sich jetzt erstmal ein bisschen lösen, oder? Von dieser. Nee, ich wollte nur mit dem Richter sprechen kurz, um da was nochmal, weil, ja, ich habe ja quasi einen ganzen Sender gegen mich, weil die Kripo hat nämlich die gesamte Produktion von 180 Leuten, die größte Produktion, die es 2015 gab, komplett untersucht. Und die sind natürlich alle sauer auf mich. Wie mir das einfällt, ich, der kleine Sandy, gegen die gesamte Produktion, gegen den Sender und gegen die Nutopianer vorzugehen. Wie fühlt man sich da, wenn man sowas tut?
Ist das ein gutes Gefühl, dass man sagt, ich will das einfach machen. So, das, das war schon immer mein Freiheitsdrang und ich mach das und das stört mich, dass ich halt quasi die Täter-Opferrollen vertauscht worden sind und das wollen sie so behalten, weil es auch ein teurer Spaß ist natürlich, um das alles zu korrigieren und das nervt mich natürlich schon. Also dann wollen die vielleicht noch Geld von Ihnen? Schadensersatz oder so? Nee, ich von denen. Aber schon. Die vielleicht von Ihnen auch? Wieso? Haben Sie noch keine Gegenklage oder sowas? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich meine, nein. Natürlich. Hey, das sei keiner. Natürlich. Wenn Sie so eine Produktion zum Erliegen bringen, das ist ja ein Schaden, der da steht. Naja, nee, das war ja freier Aufbau eines Staates. Okay. Und ich habe einfach nur provoziert, verbaler Natur. Und die sind halt ausgerastet. Und das ist natürlich... Kann das sein, dass Sie sich das Gesicht erinnern? Was ist dabei rausgekommen? Ja, haben Sie im Fernsehen gesehen? Ja, jeden Tag eine Stunde. Ja, für kann das sein, dass der eine oder andere, weil Sie haben ein einprägsames Gesicht. Kann sein. Sie haben schon so ein bisschen aus wie mein Deutschlehrer, den ich mal gehabt habe. Ja, also... Sind Sie Pädagoge mehr gewesen? Ich habe mal Politik und Südostasienwissenschaften studiert, so. Aber ich bin kein Deutschlehrer und promoviere über Burma. Ich war jetzt mehrere Mal in Burma im letzten Jahr. Ja, und ich fliege am Donnerstag nach Indien, nach Bombay. Und dann gehe ich ins Himalaya und ins Nagaland, da wo die Kopfjäger sind. Ja. Im Nagaland an der burmesischen Grenze sind Headhunters. Sind da immer so ein bisschen ein Nervenkitzel, oder? Nein, das ist, naja, ich finde es nicht, die tun mir ja nichts. Sind Sie sich sicher? Ja, nein. Mein Professor war da, Professor Rehwein, den habe ich gefragt. Und der meinte, naja, das ist toll, ist nicht, jetzt zu wissen, dass die schon jemanden umgebracht haben. Aber die essen die ja auf, die schmeißen und die vergrommen die nicht einfach, sondern sie werden dann auch einer gewissen ökologischen Verwertung zugeführt. Das muss man immer sehen. Das ist ja dann nicht völlig für immer oder sonst. Sondern kann sein, weiß ich nicht. Da haben wir einen Film gesehen über so einen Menschenfresser aus Neuguinea. Und der hat dann so ungefähr 5 Minuten wieder darüber erzählt, warum das gemacht hat, auch erzählt, warum die Leute so umbringen. Weil das nämlich ein Hexer war, der da getötet wurde. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Nachkommen und Verwandten von dem kriegen auch den Oberschenkel und ein Stück vom Arsch, dass die auch was davon haben. Ja, ich meine, alles kann man ja verwerten, auf jeden Fall. Vielleicht schmeckt ja irgendwas von mir, keine Ahnung. Aber ich nehme an, dass sie mich nicht umbringen. Ich würde es mir wünschen. Und wenn Sie wieder in München sind, dann reden wir drüber, okay? Gut, machen wir. Aber danke, dass wir Auskunft gegeben haben. Aber ziehen Sie sich wärmer an. Aber wenn Sie die Strafakten sehen wollen? Nein, mal, ich glaube nicht, dass wir umbesehen. Dann gucken Sie nach Candy und dann Utopia. Candy und Utopia, alles klar. Tschüss. Pfiaterer. Tschüss. Sehen Damen und Herren, man trifft hier die eigenartigsten Menschen. Man muss nur darauf warten. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann schauen wir, ob wir noch jemanden so treffen. Gell? Also kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Komm mir irgendwie helfen. Schön, wenn ich Sie erschrecke. Ich suche einen Phonladen. Was, ein Phonladen? Ja, dass ich mein Handy richten lassen kann aus Glas. So. Ganz einfach. Das die von Saturn also, machen es nicht mehr. Jetzt ist ja. Schön, dass Sie sich so erschrecken. Wir sind vom Fernsehen. Ja, macht nichts. Nein, ich suche. Aber die Phonladen. Das ist ein Stachus. Echt am Stachus? Ja? Nein. Wo ist jetzt auch kein Phonladen? Untergeschoss, das könnte schon sein. Ja, genau. Ja. Okay. Ist das Handy kaputt gegangen, runtergefallen? Sie, jetzt habe ich es ein halbes Jahr und dann hat gesagt, das ist veraltet, die soll mal ein Apple. Glauben Sie nicht? Das Handy. Ein halbes Jahr alt. Wahnsinn. Oder? Ja, aber das ist doch ein Witz, oder? Ja, das ist ein Witz. Apple oder Samsung, weil es so Sony ist. Sony ist nicht. Die möchten alle ein Geschäft machen. Ja. Da haben sie mir aber vor einem halben Jahr. Die wollen ja noch heute ein Neues verkaufen. Ja, logisch, nur ein Neues. Ja. Aber schicken Sie es halt zu Sony ein oder wollen Sie es nicht machen? Jetzt probieren wir es mal in der Klinik. Ich will es nicht aufhalten, gell? Ja, genau. Also, was sagen Sie denn so, denen Stehlen da? He? Ich sehe die halt das erste Mal. Ja. Ich komme von auswärts. Also. Ja. Das sind so Orientierungsstehlen, da können Sie einer praktisch aufs Handy mit einem speziellen App dann irgendwie einen Start. Das ist super. Ja. Ja. Jetzt werden wir noch gefilmt, wann kommt denn das? Das kommt am Dienstag. Dienstag um 7:30. Weißt du gar nicht, ob es drin ist? Ja. Na doch, sie sind schon drin. Menschen wie Sie muss man ins Fernsehen der tun. Ja, der ist also ein Kameramann, ja, München TV. Mein Lieber, der muss schwer dran. Nein, der ist also gut gebaut. Also, viel Erfolg. Danke. Also am Dienstag. Dienstag, 18:30. Ja, pferd einer. Ist natürlich schon ein Problem, wenn das Handy runterfällt und du hast so ein spezielles Teil, was so also Bung ist, aber die kommen jetzt aus. Schauen Sie, sind diese neuen Orientierungsstilen da. Da ist sogar jetzt richtig, da geht es zum Hauptbahnhof, Sendinger Tor, das ist da alles Stimme. Bloß bei denen,
bei denen Pläne stimmen die Himmelsrichtungen her. Das stört mich. Und dann ist vor allem nirgendwo ein Nordpfeil drauf. Wissen Sie, es ist natürlich, ich bin da ganz ein altmodischer Mensch, aber hier habe ich irgendwas mit Karten oder zum Dort, dann hätte ich halt gern irgendwo gewusst, wo der Norden ist. Wissen Sie, dann kann ich sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier, da geht es nach Westen. Also wenn zum Beispiel jetzt hier ein Pfeil war mit einem N, dann weiß ich, dass der Norden ist. Und dann weiß ich, weil der Karten ist oben Norden, dann muss ich das Ganze so drehen und dann weiß ich, wie ich die Karten lesen soll. Aber das wollen die ja gar nicht, weil halt sowieso jeder davon ausgeht, dass man keine Karten mehr lesen kann, sondern dass die nur da sind. Ja, Wahnsinn. Damen und Herren, ich wollte eigentlich mit den Leuten ein bisschen darüber reden, wie sie diese kalte Witterung wegstecken, aber ich merke schon, das Problem ist, dass man, wenn es zu kalt ist, mit den Leuten gar nicht reden kann, weil es ihnen pressiert, weil sie nicht frieren wollen. Gell? Ja. Sie haben aber schwarzem Drang heute. Sie haben schwer zu tragen. Nein. Doch, ganz schwer. Ja, Kraft hat er. Ja, ja, das, wenn man Kraft hat, kann man schwer tragen. Ist auch nicht verkehrt. Ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, dass nirgendwo was im Winterschlussverkauf steht? Ich habe es gestern schon mal versucht herauszufinden, wo die Menschen jetzt sich ihr Schnäppchen holen, aber das gibt es auch nicht mehr. 75%. Aber es gibt keinen Winterschlussverkauf mehr. Naja, ist ja auch abgeschafft worden, das stimmt. Also das Gesetz gibt es ja auch nicht mehr. Aber gestern ist er losgegangen. Müssen Sie, das ist ja nicht schon erkältet. I'm sorry, I can't speak. You have a running... A cold, yeah, yeah, kind of. You should keep to stay at home. Yeah, well, I can because I'm not living here and just landed in Munich. Where are you from? From Spain. Ah, das ist ein Spanier. Yeah. So I can't check in the hotel until 2 o'clock, so... Yeah, it's a problem. Yeah. But actually, maybe you can help me. Do you know where can I buy a charger for the laptop? A charger for the laptop? Yeah. There you go. Behind this building is a big warehouse, and in the fourth floor you can get it. Thank you so much. What do you think about Munich? Why am I here? No, what do you think about this town? Well, I just be here for 10 minutes. Anyway, so you come with the airplane or how you come here? Yes, yeah. From Malaga to Munich. And what are you doing here? Tomorrow it starts a textile fair here in Munich. A textile fair? Yeah. And you're selling textiles? Yes. Have a nice time. Thank you. Der junge Mann aus Spanien, Damen und Herren, verkauft hier Textilien. Und das Ende ist warm, oder? Ja. Das ist toll, scheiß. Damen und Herren, mit diesen Eindrücken und einem wilden, fehlenden Winterschlussverkauf möchte ich Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ziehen Sie sich warm an, sollen ein bisschen kühl bleiben. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.